Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Let's Epic Bauen oder wie auch immer ich das jetzt erstmal nennen werde. Ich habe dieses Projekt angefangen, weil ich mich in der 1.10 bisschen auseinandersetzen will. Und ich möchte jetzt auch, also ich habe jetzt diese Welt erstellt mit ein paar Veränderungen. Und in dieser Welt würde es auch nichts Großes mehr passieren, außer die Umgebung. Ich habe die so erstellt, dass ich eigentlich geil sein werden müsste. Und ich habe ein bisschen schon angefangen, weil ich davor übelst nice bin. Nämlich die erste Aufnahme habe ich verkackt wegen Ton. Und die zweite Aufnahme habe ich verschissen, weil die zu lang war. Deswegen darf ich jetzt flugs nicht wieder 15 Minuten kommen, weil sonst kann ich nicht. Okay. Wegen Best YouTube. Okay. Ich habe nämlich jetzt am Anfang hier nur diese Station gebaut. Und hier dieses Häuschen. Ich weiß nicht, wie ich es bauen soll. Also, es kommt jetzt auf eure Kommentare an, dass ich es hier an diesem Häuschen bauen lassen, also so lassen soll. Ob ich jetzt nach unten graben soll, also so lassen soll, nach oben graben. Ob ich das dann als Hochhaus machen werde, dazu muss ich auch die Structures wieder vernehmen, die noch existieren. Oder, müssen wir so Flächen ausweiten. Und insgesamt noch ein bisschen mehr in die Höhe. Also ich habe vorhin, weil ich nochmal eine Aufnahme verkackt habe, weil ich die zu lange gehabt habe, weil ich überhaupt die Zeit gehabt habe und vertieft im Baum war, habe ich hier schon ein bisschen weiter gebaut. Nämlich hier da unten. Nämlich das hier. Und dann wird das hier. Sehen wir mal. Das ist nämlich ein 1.9 Pistenfahrstuhl. Jetzt benutzen wir einen der neuen Blöcke, nämlich den Magma-Block. So, jetzt machen wir es. Okay, ich bin über das Mauspad gekommen. So, also. Der Magma-Block selber hat ja... Fuck off. Hat er selber nicht so... ist ja selber nicht ganz so hell, wie man denkt. Ich werde noch ganz schön das hier daran, weil Pistons lichtdurchlässig sind und da das Magma-Blöcke nicht so hell einleuchten, aber sie können das Licht absorbieren, was genommen ist. Das heißt, wir müssen nur ein paar Abweichungen stellen und schon haben wir hellere Leuchten. So. Und dann können wir auch, ich weiß nicht, ob ich Eiche oder so nehmen soll, hier zu machen. Hier werden wir noch das hier nutzen. Ach, das ist dumm, ne? Ach, jetzt lassen wir das hier so offen, oder? Warte mal. Überlegen. So, also.
Er kommt noch runter über diesen Weg, der verflossen war. Hier kommt dann ein Wasserblock hin. Der dann durch. Durch einen braunen Teppich höchstwahrscheinlich abgebremst wird. Jo. Oder auch nicht. Einfach nochmal ein Schild. Ich wollte eigentlich kein Schild nehmen, weil ein Schild oder eine Tür, die sogar ein Schwarz ist. Ja, okay, dann. Wir nehmen die Tür. So. Also, machen wir den hier so runter. Also hier so, 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 so. Okay. Kann dann hier irgendwie hoch. Besten Fahrstuhl kann man innen nicht ganz so verschönern. Den Fallschacht können wir nach unten. Vielleicht schon schöner. Dann kommt man hier nach unten. Wurde abgepresst. Und wenn man, wenn jemand die Wasserkeller wegmacht, kann man, also, wenn jetzt jemand die Wasserkeller wegmacht, nee, gezeigt, kann man sogar in Survival-Modus hier runterfallen, weil, es ist, weil wenn man in Survival-Modus runterfällt und man möchte Wassermagie, wenn man das nennen will, runterfällt und dann sich mit Wasser retten will, Survival-Mode 1, fuck, 0. Kann man dann einfach überleben, indem man unten dann Half-Slap setzt, weil dieser ist ein bisschen höher und ich habe ganz F3 auf und so, ich nicht wirklich teilweise. Und außerdem ist das halt insgesamt ein bisschen besser, damit man damit umgehen kann. Zum Beispiel, das wird besser mit Cobwebs und man kann auch insgesamt höher setzen. Ich habe sogar geschafft, unmöglich gesetzt zu haben, das muss schon was heißen. Okay, jetzt hier hoch. Also dieser Fahrstuhl zertritt euch nicht irgendwie euren Kopf oder so. Alles, was ich hier baue, kann man auch so gut wie möglich in Survival-Modus nachbauen. Ich habe zum Beispiel einen Pistenfahrstuhl schon in einem Survival-Server nachgebaut. Aber egal. Und naja, also so sehen wir hier eigentlich alles, was ich jetzt gebaut habe. Sieht nicht mal allzu schlecht aus und könnte man auch in Survival-Modus nachbauen. Und hier kann man, glaube ich, manchmal reingehen. Okay, ich mache aber mal jetzt mal einen Test. Zombie. Na, ich mache jetzt einfach was dazu. Packt einfach nicht. Okay. Das ist sogar sicher für Zombies. Ich weiß jetzt nicht, ob man wirklich dadurch keine Viecher reinmachen kann. Ich habe das jetzt gerade ganz kurz getestet. Und ein bisschen Zeit gefressen. Ja, das. Und ich werde jetzt auch wahrscheinlich die Fenster weiter so bauen, weil wir sind dann schon so geil aus, oder? Jo, ja, okay, sind so geil aus. Und naja. Wir haben jetzt um die 8 Minuten schon vor. Ich werde jetzt nur noch das Dach jetzt bauen und dann noch die Folge abschließen. Also wenn ich es noch so schaffe. Und ich sollte lieber mal in Peaceful wieder gehen. Und ihr wundert euch bestimmt jetzt die ganze Zeit, wieso gehe ich die ganze Zeit in Peaceful? Wieso mache ich die Scheiße mit Kreativ? Wieso baue ich jetzt nicht in Survival nach? Weil ich möchte auch Dinge bauen, die man in Survival nicht ganz so schnell nachbauen kann. Weil meister Geier oder der Vogel oder mein Schwester oder okay. Ich weiß so, nein, ich nicht, ich schon noch, nein, okay. Egal. Also auf jeden Fall möchte ich Dinge nachbauen, die im Survival-Modus ein bisschen schwerer sind zu bauen, aber dennoch baubar sind. Und ich will jetzt kein unendlich langes Projekt machen. Und die Zeit geht wieder nicht drüber. Damit nicht so lang wird. Ich gebe zu, wenn man das in Survival nachbaut, hat man auch später mehr Stolz. Aber viele YouTuber, wie zum Beispiel bei Quartetech,
bauen das alles in Kreativmodus nach oder lassen es sich bauen, was ich zum Beispiel noch schlimmer finde als einfach nur so. Und naja, ist doch eher besser, wenn man selber einen Kreativmodus nachbaut, als jemand anderen dafür bauen zu lassen. Das ist genau arbeiten. Also jetzt für alle Tutorial, die denken, ich, für alle Leute, die jetzt denken, ich wäre gegen Kinderarbeit. Naja, okay. Ich will so ungefähr das Dach jetzt erst nach oben zubauen und ich will dann noch das Video hochladen. Wenn es möglich ist und YouTube nicht sagt, ist zu lang, ey, du kleine Schlampe, okay, YouTube ist ja, eigentlich bin ich so. Okay. Dann wird es wahrscheinlich bis zur nächsten Folge und tschüss.